Heute schauen wir uns einmal an, wie beim Bosch Intuvia das Display runtergeht. Manchmal geht es ja nicht runter, aber es ist oft gar nicht schlecht. Hier im Bild ein Viktoria-Rad, da geht das Display runter. Das heißt, da ist kein Diebstahlschrauben eingesetzt. Und ist auch wichtig, manchmal haben die Kontakte einen Fehler und dann schaut es so aus, als wenn der Motor, also es schaut nicht nur so aus, sondern der Motor unterstützt dann wirklich nicht. Und bei KTM oder auch bei den sportlichen Victoria ist das Display halt mit einem Diebstahlschrauben ausgerüstet, ausgestattet. Es geht natürlich nicht runter, hat Vor- und Nachteile, aber der Michael zeigt uns jetzt, mein Kollege, wie man das schnell zu Hause selbst machen kann. Ich darf ihn kurz einblenden. Ja. So, seinen Imbusschlüssel schön ansetzen da unten. Ich gehe auf die andere Seite, sehen wir es besser. Die Halterung runterschrauben. Das heißt, diese quasi die vier Schellen da unten, also vier Schellen, die vier Schrauben bei den zwei Schellen gehen runter. Und dann, die Zeit läuft, er hat gesagt, er macht das heute in Bestzeit. Ne? Schon abheben und da unten sehen wir jetzt diesen Schrauben hier, den mittleren, der muss raus. Das heißt, zwei Werkzeuge brauchen wir, einmal einen Imbusschlüssel und einmal einen Kreuzschraubendreher. Da sind wir schon ziemlich weit, gell? Ja. Diese zwei Werkzeuge können wir quasi den Krieg jetzt in diesem Fall unmittelbar gewinnen, ne? Jetzt haben wir schon mal schon ziemlich weit. Jetzt müssen wir es nur noch wieder. Jetzt geht es einmal runter, das Display. Jetzt brauchen wir es nur mehr natürlich die Halterung wieder anschrauben. Und dann. Das ist falsch. Komm, mir ist runtergefallen. Aber wie gesagt, jetzt brauchen wir es dann. Jetzt brauchen wir es dann nur mehr anschrauben. Das Gummi ist auch weggefallen, gell? Falsch. Macht es natürlich nicht leichter, wenn da so viele Augen jetzt zusehen. Ne? Wunderbar, und schon ist der Display drauf, die Halterung drauf und das Display kann man wunderbar abnehmen. Das heißt, können es dann mitnehmen, wenn es zum Heulen gehen, wenn es essen gehen und auch wenn die Kontakte keinen Kontakt haben, quasi oxidiert sind, dann funktioniert das auch wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte.